Bastal Fork Nord, das gibt's heute. Und das Schöne an diesem Gericht ist eigentlich, dass es immer anders ist, aber immer unfassbar lecker. Und was überbacken ist, das war ja von euch in den Kommentaren auch mal gefordert. Vorsicht mit dem Messer. Wir haben uns diesmal dran gehalten. Es wird richtig gut. Bei der Soße hat das Ganze so ein bisschen die Anmutung von einem klassischen Ragout à la Bolognese, weil wir auch mit Hackfleisch arbeiten, weil wir mit Sellerie, Möhren, Zwiebeln arbeiten, auch mit Pancetta und so. Aber wir machen das Ganze in einer etwas schnelleren Nummer. Wir nehmen dazu jetzt ein bisschen Butter, die wir reingeben und lösen diese Butter mit etwas Olivenöl auf. Heute habe ich schon so ein bisschen was vorbereitet, weil ich hatte jetzt keine Lust, euch noch irgendwie mit so viel Schnippelei zu langweilen. Wir haben Staudensellerie, Zwiebeln und Möhre. Das kommt jetzt hier zu der Butter und dem Olivenöl, was sich aufgelöst hat. So, während die Gemüsemasse hier vor sich hin brutzelt, holen wir diese Fleischpeitsche hier. Und das ist nämlich richtig geiler Pancetta aus der frischen Theke. Da macht ihr euch hier noch so ein paar Stücke raus. Jetzt geben wir schon mal den Pancetta dazu. Und lassen den auch so ein bisschen mitbrutzeln in dieser Masse. Es gibt ja auch Italiener, die halt einfach mal solche Gerichte eben auch mit Sahne oder Creme Fraiche oder Mascarpone oder Ricotta oder so in der Soße machen. Und genau so eine Schweinerei machen wir heute auch. Weil wir machen, also das, ich habe es am Anfang gesagt, es wird Porno. Es wird richtig Porno. Wenn der Moment da ist, dass ihr jetzt auch noch das Hackfleisch dazu ballern könnt. Ist das nicht geil? Das ist eine Wonne. Es ist eine Wonne. So, jetzt kommt der Weinmoment. Für mich und für das Gericht. Frische Vollmilch. Jetzt haben wir noch jede Menge Erbsen, die wir jetzt hier zupacken. Zack. Jetzt kommt noch mal richtig Farbe ins Spiel. Die San Marzano-Tomaten. Und noch so ein bisschen passierte Tomaten. Zack. Wir wollen uns da ja nicht lumpen lassen. Das ist auf jeden Fall eine Portion für eine Großfamilie. So, jetzt haben wir ein bisschen Salz, 20.000 Prisen. Und jetzt pfeffern wir auch noch ein bisschen. Hä? Auf wie viel ist der Ofen vorgeheizt? 180! 180! 180! Kannst du es noch einmal sagen, bitte? 180 Grad! So, Hashtag Foodporn, Foodgessen, Creme Fraiche. So, die Pasta. Die holen wir jetzt sehr, sehr al dente raus, denn sie kommt gleich noch in den Ofen. Wir überbacken noch. Und jetzt kommt der Schichtteil gleich. Ich habe ja hier schon gesehen, wir hatten ja auch noch so ein paar vorgekochte Eier. Die schäle ich jetzt erstmal als erstes. Geil gepellt auch, ne? Ich habe noch so ein komplettes Stück dran gelassen von der Schale. Ich war noch eben, bis mein viertes gepelltes Ei kommt. Dann sind wir fertig. Jetzt gehen wir an die Mozzarella. So. Jetzt holen wir die Auflaufform. Auch die habe ich vorbereitet. So, dann haben wir natürlich hier noch leckerste Mortadella. Die können wir jetzt einfach so zupfen. Jetzt Mozzarella, nicht zu wenig. Auch die Lage ist jetzt voll geballert, wieder mit Mortadella, Mozzarella und Ei. So, und jetzt kommt das letzte bisschen Soße, was wir haben. Für unseren Auflauf, um auch das hier noch richtig abzudecken, ne? Eine Sache fehlt noch, Parmesan obendrauf,
dann kann das ganze Ding in den Ofen. Das Ding lassen wir jetzt so 20 bis 30 Minuten im Ofen, weil 180 Grad, die sind von Ofen zu Ofen. Ihr kennt das sicherlich bei euch zu Hause, gerade wenn ihr irgendwie so eine alte WG-Küche habt oder so, immer unterschiedlich heiß. Deshalb guckt nach 20 Minuten das erste Mal drauf. Kann sein, dass es dann fertig ist. Kann sein, dass es sich bis 30 streckt. Spätestens dann könnt ihr es wieder rausholen. Auflauf ist fertig. Küche ist sauber. Wir haben die Pausezeit sinnvoll genutzt und hier schon mal aufgeräumt. Das ist der ganze heiße Shit hier. Bock darauf bekommen, dann lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert auch gerne den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir gucken auch auf jeden Kommentar, den ihr uns da lasst und beantworten das so gut wir können. Ansonsten würde ich sagen, Leute, lasst es euch schmecken und bis zur nächsten Runde. Ciao.